Willkommen von der IFA Preview 2014 mit dem Hisense L691 Smartphone. Das gibt's mit Dual SIM schon auf dem Markt und das ist gar nicht das, sondern das andere hier. Das ist das U680 mit einem 5,5 Zoll Bildschirm, Dual SIM drin und einer abnehmbaren Rückseite. Und so wie wir sehen können, 2500 mAh Akku drin, MicroSD Slot und hier entsprechend die zwei SIM-Karten, die nur in 3G benutzt werden können. Wir haben hier noch kein 4G drin. Was ich einen sehr schönen Designaspekt hier finde, ist die 8 Megapixel Kamera hat hier oben drüber so ein kleines Metallgehäuse bekommen. Sonst ein Blitzlicht drin, ein Mikrofon noch, damit Geräusche entsprechend ausgefiltert werden können. Ein Lautsprecher, Lautstärkeregler, An- und Ausschalter, Kopfhöreranschluss, Micro-USB hier entsprechend noch mit dabei. Und ansonsten, wie ihr sehen könnt, keine Anschlüsse mehr. Ein Mikrofon hier ist hier unten auch noch integriert. Wir haben hier die Android-Tasten softwaremäßig integriert, nicht in dem Gehäuse selber. Hier unten auch noch schöne Metallakzente, oben und unten. Schaut sehr gut aus. Was ich ein bisschen schade finde, ist allerdings, dass wir hier nur Android 4.21 installiert haben, also nicht die aktuellste Version dafür. Für 259 Euro bekommt man hier auf jeden Fall ein solides Handy mit Quad-Core-Prozessor drin und einer guten Geschwindigkeit. Schauen wir uns mal die Kamera ganz kurz an, mit der wir hier gerade irgendwie reingezoomt sind irgendwo. Genau so könnt ihr jetzt entsprechend ganz gut die Qualität erkennen. Auch vom Display, was die Schärfe angeht, gefällt mir und die Farbqualität sehr gut. Und wenn wir die Kamera auch ein bisschen umdrehen, dann seht ihr mich gleich hier mit meiner GH4, wie ich hier das Video aufnehme. 2 Megapixel Kamera haben wir vorne, entsprechend auch sehr angenehm im Gebrauch. So, jetzt drücken wir hier mal wieder auf Home und dann können wir ganz kurz mal den Browser aufmachen und hier entsprechend mal zustimmen, nein, danke drücken und mal die Tastatur ausprobieren. Wie ihr seht, sehr gut. Hier ist Touchpad allerdings installiert, heißt, wir haben eine extra Software von Hisense hier drauf. Wir sehen können die Geschwindigkeit beim Rotieren auch sehr gut. Macht Spaß und generell das Handy ist auf jeden Fall solide. Für 259 Euro macht man hier nicht viel falsch, denke ich. Vor allem dadurch, dass ein Dual-SIM-Handy ist. Sehr schön, 5,5 Zoll. Vielleicht nicht für jedermann die ideale Größe, vor allem weil es auch kleinere 5,5 Zoll Handys gibt, wie zum Beispiel das LG G3. Aber natürlich ganz andere Liga mit einem Preis von 550 bis 600 Euro. Oder auch das Note 3 oder Note 4 entsprechend mit einem 5,7 Zoll Display. Ist auch noch ein bisschen kleiner, aber wie gesagt, das ist ja auch kein Dual-SIM und Preis auch dreimal so hoch wie von dem Hisense U680. Wenn ihr es zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, diesen Schein zu abonnieren. Ah.